Tetris. Tetris 99. Ja, damit willkommen zum Let's Show Tetris 99, dem Battle Royale Modus von Nintendo. Alles klar. Ja, mit HD, Beifall, alles klar. Einfach mal spielen. Ich habe keine Ahnung. Gegner suchen. Das funktioniert. So ist einfach mal Let's Show. Haben wir jetzt genug Leute gefunden? Ja, wa? Ja, tatsächlich. So, mal gucken. Bin bereit. Mal gucken, wie es so ist. Weil Tetris ist ja... Tetris. Verstehe die Steuerung nicht. Wie geht das? Oh. Ich war gerade blöd, die Steuerung herauszufinden. Deswegen habe ich den Anfang so ein bisschen verkackt. Die Musik ist weh. Und total kann Tetris nicht. Ein Tetris Battle Royale. Wie kam man eigentlich auf die Idee? Leute, wir müssen einen Battle Royale machen. Wir müssen auch da in die Dings mit einsteigen. Boah, wie wär's mit Tetris? Das klingt gut. Immer. So oder so ähnlich stelle ich mir das vor. Spieler. Ich bin unter den besten 50. Unter den besten 50, ja. Das hätte ich mir nicht erträumen können. Lebensziel. Ich bin unter den besten 50 Tetris-Spielern. Nintendo. Warum? Ich meine, es ist gratis für Nintendo Switch Online. Benutzer. Immerhin. Weil ein Online-Spiel. Trotzdem finde ich. Wie toll das hat. Trotzdem finde ich das Spiel ehrlich gesagt unnötig. Und warum ist es ein Battle Royale? Warum kriege ich eigentlich unendlich Dinger dazu? Oder ist die erste. Okay, ich hab verkackt.
Ja, mein Spielerlevel ist. Ich bin 27. geworden! Ja! Yeah. Ich möchte nochmal. Weil ich in der ersten Runde nicht kapiert habe, wie es geht. Ich wusste nicht, dass ich mit dem Steuerkreuz spielen muss. Cool. Ich weiß zwar nicht, wie entschieden wird, wer rausfliegt, aber. Beziehungsweise wieder unten was dazugepackt wird, aber gut, ich bin bereit. Die Musik ist auf jeden Fall toll. Die ist richtig toll. Ich fürchte aber, dass. Es ein bisschen zu laut habt. Also als ich vorhin das Spiel nicht kapiert habe, war ich irgendwie besser, ne? Das hab ich. Okay. Ja, da war ich total schlecht. Ich möchte nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Gucken, ob ich Erster werde. Vielleicht mal so. Wäre cool. Ist ein netter Zeitvertreib für zwischendurch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel so. Ja. So nötig ist. Ich weiß nicht. Hat es das gebraucht, Nintendo? Das ist so allein. Warum gibt es das? Tetris Battle Royale. Nein. Nehmen aber auf.
Warum gibt es das? Let's show. Warum bin ich so schlecht? Ich verkacke. Ich hab verkackt. Ich bin Platz 56 geworden. War nicht so gut wie in meiner ersten Runde, wo ich aus irgendeinem Grund 27. geworden bin, aber gut. Das Video ist jetzt auch über 10 Minuten. Meine Gesamtstatistik. Ich habe bisher 7 Minuten gespielt, das ist krass. Einfach rein, ich hatte eine Reihe. Tetrisse? Was ist Tetrisse? Ach, das ist so eine Viererreihe, wa? Also 37, längste Kette. Eine. Was ist eine Kette? Tetriminum, Falldistanz, keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung, was ist. Ich mache jetzt noch eine letzte Runde. Danach ist es auch gut. Weil das Spiel ist komisch. Komm, wir brauchen noch einen Spieler, dann haben wir 99. Wie man mit 99 Mann gegeneinander Tetris. Don't know. Oh, los geht's. Habe ich einen Fehler gemacht? Scheiße. Warum fesselt das Spiel? Kann ich den Fehler wieder gut machen, wenn er so ein... Genau dieser Block kommt. Bam! Doppelreihe. Ich werde immerhin nicht letzter, ist doch schon mal was. Das finde ich jetzt echt nicht cool. Quatsch. Warum? Was habe ich euch getan? Also, Leute, tut mir leid, aber muss euch enttäuschen, ich werde nicht der weltbeste Tetris-Spieler. Ich hab verkackt. Bin immer schlechter geworden. Ich verstehe einfach nicht, wie es funktioniert. Kein Bock mehr. Das ist irgendwie komisch. Ich will nicht mehr. Warum gibt es das? Egal. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Let's Show. Bis zum nächsten Video. Schaut im Discord-Server vorbei. Link in einem Stream. Bis dann. Und ciao!